Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In wenigen Stunden werden wir wissen, wie die endgültige Entscheidung der amerikanischen Regierung zu den angekündigten Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgegangen ist, wer davon ausgenommen wird, wie die Einzelheiten der Umsetzung sind. Und es ist nicht nur eine Einzelmaßnahme, die sich auf zwei Produkte unter vielen auf dem Weltmarkt bezieht. Es ist eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, ob wir alle dafür stehen, dass wir auch in Zukunft offene und faire Weltmärkte wollen. Dass wir wollen, dass diejenigen zum Zug und zum Erfolg kommen, die ohne Subventionen, ohne Dumpingpreise ihre Waren produzieren und weltweit dafür Abnehmer finden. Und weil ich mich als Wirtschaftsminister auch den Arbeitsplätzen der Kumpel in der deutschen Stahl- und Aluminiumindustrie genauso verpflichtet fühle wie in allen anderen Bereichen, bin ich in dieser Woche nach Washington gefahren. Ich habe dort Gesprächspartner gefunden, die offen waren für unsere Argumente. Ich habe gemeinsam mit der Kommissarin Cecilia Malmström dafür geworben, dass wir als Europäer und als US-Amerikaner beieinander bleiben. Und egal, wie diese Entscheidung ausgeht, ich werde auch künftig für diese Prinzipien werben. Und ich bleibe ein überzeugter Anhänger, dass in einer globalisierenden, in einer sich ständig ändernden Welt die USA und Europa viel mehr gemeinsam haben als das, was sie trennt. Und deshalb sollten wir auch für diese deutsch-amerikanische, europäisch-amerikanische Zusammenarbeit arbeiten im Rahmen eines freien und offenen Welthandels, der allen zugutekommt. Sehr geehrter Herr Kollege Olaf Scholz, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu in dem, was Sie gesagt haben, dazu, wie unser Land dasteht. Der langjährige Aufschwung, die vielen neuen Arbeitsplätze. Und als Wirtschaftsminister füge ich hinzu, die Bundesregierung ist sich einig, dass wir auch in diesem Jahr kräftig steigende Löhne und Renten, sehr viele neue Arbeitsplätze, eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein eindrucksvolles Wirtschaftswachstum zu erwarten haben. Aber, meine Damen und Herren, die Geschichte ist auch voll von Beispielen, von Ländern und von Unternehmen, die sich ausgeruht haben auf dem Gipfel ihres Erfolges und die die Gefahren, die um die nächste Ecke kommen, nicht gesehen oder gering geschätzt haben. Es gibt die Anekdote eines großen Musikunternehmens, die die höchste Zahl von Musik-CD in ihrer Geschichte verkauft haben, bei einem Sektempfang mit Häppchen dies gefeiert haben und nicht bemerkten, dass die Patente bereits angemeldet waren, die den Musikmarkt völlig verändern und völlig neu aufstellen sollten. Und deshalb muss das Anliegen einer vernünftigen, einer guten Wirtschaftspolitik darin bestehen, dass wir erkennen, wir können alles erreichen, wir haben vieles erreicht, aber nichts ist automatisch und dauerhaft gesichert oder selbstverständlich. Alles muss errungen werden, jeden Monat, jede Woche und jeden Tag. Wir verdanken unsere heutige gute Situation selbstverständlich dem Fleiß unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unseren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und dem sozialen Frieden, um den die Sozialpartner hart ringen. Aber wir verdanken den einzigartigen Erfolg von 70 Jahren deutscher Nachkriegspolitik im Hinblick auf Wohlstand und Wachstum, vor allen Dingen auch der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft, die ein deutsches Erfolgsmodell ist, das wir in der Mitte Europas gemeinsam mit anderen Ländern entwickelt haben. Und diese Marktwirtschaft besteht aus mehreren Elementen, die man gleichzeitig ernst nehmen muss. Zunächst einmal, es geht um den Markt. Ich sehe kein anderes Modell, das so sorgfältig und so zuverlässig funktioniert und sicherstellt, dass diejenigen zum Zuge kommen, die mit den wenigsten Kosten die besten Produkte produzieren. Kein anderes Modell war so erreicht, so erfolgreich. Und seit dem Fall der Mauer, seit dem Ende des Kalten Krieges, sehen wir einen unerhörten Siegeslauf der Marktwirtschaft rund um den Globus. In China, in Asien, ja sogar trotz allen Rückschlägen, die wir beklagen, in der Außen- und Verteidigungspolitik in Russland, jetzt auch in Kuba. Und es dämmert offenbar sogar einigen in Nordkorea. Der einzige Platz auf dieser Welt, wo der demokratische Sozialismus noch ein sicheres Asyl findet, das ist derzeit das Grundsatzprogramm der Linkspartei. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte der Finanzminister einige Millionen übrig haben am Ende des Jahres, würde ich Ihnen gerne ein Freilichtmuseum spendieren für 100 Jahre gescheiterter realer Sozialismus. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Ideen in Zukunft eine Chance haben. Das Zweite.
Das Zweite, was wichtig ist für die Marktwirtschaft und für die soziale Marktwirtschaft, ist das Vertrauen und die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Unsere Mittelständler, diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, die wollen keine neuen Subventionen. Die wollen keine überbordenden Hilfen durch den Staat. Aber sie wollen sich darauf verlassen können, dass die Investitionen, die sie heute tätigen, auch noch in 10 oder in 15 Jahren ein gutes Umfeld finden, dass sie keine Projekte in den Sand setzen, weil sich 2 oder 3 Jahre später die Rahmenbedingungen ändern. Und deshalb, meine Damen und Herren, manchmal muss man auch als Wirtschaftsminister den Mut haben, weniger zu tun oder vielleicht auch gar nichts zu tun und darauf zu verzichten, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, weil es sich nämlich zeigt, dass die Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen seit den Zeiten von Ludwig Erhard eine Erfolgsgarantie ist für die Zukunft. Und deshalb, ich mache Ihnen allen ein Angebot. Wir haben die Marktwirtschaft war ursprünglich eine Erfindung von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, von CDU und CSU, aber auch übrigens von der FDP, von den Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Die SPD hat dann mit Godesberg Anfang der 60er Jahre sich dieser kleinen Gruppe angeschlossen, die Grünen, lieber Jürgen Trittin, in den 90er Jahren, als wir in der schwarz-grünen Pizza Connection waren und uns gefreut haben, dass es einigen von Ihnen auch gedämmert ist. Naja, Er war nie da, wenn die Kameras da waren, aber sympathisiert hat er schon ab und zu. Das kann ich sagen. Also willkommen im Club. Und als wir über Jamaika sondiert und verhandelt haben, als wir mit der FDP und mit den Grünen und später mit der SPD gesprochen haben, da war die schwarze Null. Da war der Verzicht auf Steuererhöhungen. Da war die Bereitschaft zu klaren Rahmenbedingungen überall erkennbar und verlässlich. Und warum können wir es nicht hinbringen, in den nächsten Monaten vielleicht einmal zu überlegen, ob wir jenseits von Koalitionsabsprachen, die alle 4 Jahre neu gemacht werden, auch einen größeren Konsens zu einer Charta der sozialen Marktwirtschaft hinbekommen, der über viele Legislaturperioden trägt und der deutlich macht, dass Deutschland die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur sozialen Marktwirtschaft gehört aber auch die soziale Teilhabe möglichst aller. Und das bedeutet, dass diejenigen, die die Wertschöpfung geschaffen haben, dass diejenigen, die aus eigener Kraft weniger leistungsfähig sind als andere, dass sie die Möglichkeit haben müssen, an den Früchten dieser Marktwirtschaft teilzuhaben. Und wenn es darum geht, dass wir als Koalition, sehr geehrter Herr Kollege Scholz, mit dem Geld des Bundesfinanzministers, was aus den Steuereinnahmen folgt, auch das Kindergeld erhöhen, mehr Wohnungen schaffen, dafür sorgen, dass junge Menschen eine gute Bildung haben, dann ist das, meine Damen und Herren von der AfD, keine Umverteilung, sondern es ist die gerechte Teilhabe aller an den Früchten der gemeinsamen Arbeit. Das ist soziale Marktwirtschaft. Sie haben Ludwig Erhard nicht wirklich verstanden. Ja, meine Damen und Herren, es gehört zur Marktwirtschaft fünftens Stolz und Zuversicht auf das, was man erreicht hat, und die Bereitschaft, sich vor diejenigen zu stellen, die dies erreicht haben und die dies jeden Tag erarbeiten. Und deshalb, ich glaube, wir müssen den Menschen auch sagen, wenn ihr euch betätigt, wenn ihr nicht auf einen lebenslang sicheren Arbeitsplatz setzt, wenn ihr bereit seid, etwas zu riskieren, wenn ihr bereit seid, zu arbeiten für andere, dann seid ihr nicht irgendwelche bösen Kapitalisten, dann seid ihr nicht irgendwelchen egozentrischen Egoisten, sondern ein junger Mensch, der seinen Meisterbrief macht, neben seinem Beruf, neben seiner Familie, der dann vielleicht sein Haus und das seiner Eltern aufs Spiel setzt, damit er ein Unternehmen aufbauen kann. Und der dann 2 oder 3 Arbeitsplätze und 2 oder 3 Ausbildungsplätze schafft, das ist nicht ein Kapitalist, sondern das ist jemand, der einen Beitrag leistet zum Allgemeinwohl unseres Landes. Und das müssen wir viel stärker anerkennen, als dies in der Vergangenheit manchmal der Fall war. Und deshalb, meine Damen und Herren, Ludwig Erhard war unvergleichbar, er ist uneinholbar. Und ich würde niemandem von uns allen raten, sich mit ihm zu vergleichen. Aber das, was er geleistet und geschaffen hat, ist für uns ein Auftrag, dass wir nämlich die Marktwirtschaft in Deutschland stabilisieren, dass wir ihr eine Renaissance ermöglichen und dass wir die soziale Marktwirtschaft zu einem Erfolgsschlager weltweit machen, zu einem Exportartikel made in Germany. Denn ich bin überzeugt, gemeinsam mit Gerd Müller, meinem Kollegen aus dem BMZ, ich bin überzeugt, dass eine stabile Weltordnung auf Dauer nur funktionieren kann,
wenn sie nicht nur auf der Marktwirtschaft produziert, die den größten Mehrwert garantiert, sondern wenn sie auch gerecht und sozial ist, auch in Bangladesch, auch in Pakistan und in vielen anderen Schwellenländern auf dieser Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, dann dürfen wir den Mittelstand nicht verlieren. Neben der Marktwirtschaft ist der Mittelstand der große Träger unseres Wohlstandes und unseres Erfolgs. Und deshalb willkommen im Club, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Sie wollen eine Service-Opposition sein. Ich verstehe das BMW künftig als Mittelstandsministerium in allererster Linie. Und wir wollen Service-Ministerium sein für all die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann auch manchmal eine Auskunft und Hilfe brauchen, wenn sie sich weltweit um Aufträge bemühen und bewerben. Wir müssen jeden Einzelnen unterstützen und nicht nur schöne Reden halten. Zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ein Beispiel für Innovation, nicht das einzige. Wir entscheiden nicht darüber, ob neue Möglichkeiten der Datenübertragung, der Datenverarbeitung zum Einsatz kommen. Wir entscheiden nicht darüber, wann selbstfahrende Autos fertig sind, so wenig wie wir über Smartphone und Computer und Tablets und anderes entschieden haben. Wir haben aber ein Interesse daran, dass die Arbeitsplätze, die im Rahmen der Digitalisierung nicht mehr gebraucht werden, die in Deutschland, in Frankreich, in Europa wegfallen, dass die ersetzt werden, nicht durch Arbeitsplätze in den USA, in China und in Indien, sondern durch Arbeitsplätze, die in Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in den neuen Bundesländern, im Saarland neu entstehen. Das muss unser Ziel sein, dass wir in der Digitalisierung genauso erfolgreich werden, wie wir es im Maschinenbau und bei den pharmazeutischen und Gesundheitseinrichtungen der optischen Industrie und vielen anderen Fällen waren. Wir haben in der Bundesregierung eine breite Zuständigkeit für die Digitalisierung. Weiß Gott, nicht nur beim Bundeswirtschaftsminister. Aber es ist doch keine schlechte Sache, wenn viele sich für einen Erfolg verantwortlich fühlen. Und lassen Sie uns bei der Digitalisierung nicht immer und in erster Linie nur die Risiken und die Probleme erörtern. Lassen Sie die Menschen unterstützen, die die Chancen sehen und die Chancen ergreifen wollen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns vorgenommen, Vollbeschäftigung zu erreichen. Vollbeschäftigung bis 2025 und damit den Wohlstand noch mehr Menschen zugute kommen zu lassen als bisher. Wir wollen die unterstützen, die weltweit Beschäftigung und Wohlstand schaffen wollen. Aber das wird nur gehen, wenn unser Wachstum auch nachhaltig ist, wenn wir unser Klima schützen, wenn wir dafür sorgen, dass die Energiewende gelingt. Ich glaube, da sind wir uns in diesem Haus einig. Aber die Energiewende wird nur gelingen, wenn sie nicht koste es, was es wolle, gelingt, sondern wenn wir am Ende dazu beitragen, dass die Energiewende, die Erzeugung und der Verkauf von erneuerbaren Energien zu einem Geschäftsmodell werden, dass sie ohne Subventionen dauerhaft wettbewerbsfähig sind, dass sie ihren Siegeslauf um diesen Globus antreten, so wie es die Marktwirtschaft bereits getan hat. Und wenn wir dafür sorgen, ich sehe hier auch Kollegen Herr Dürr aus Niedersachsen, der hat vorhin geredet, wenn wir dafür sorgen, dass überall dort, wo es heute keine Leitungen gibt, wo man heute sagt, na ja, ob es noch 2 oder 3 Jahre länger dauert als bisher, dass wir uns endlich mal auf den Hosenboden setzen. Ich verspreche Ihnen, wenn ich ein halbes Jahr im Amt bin, ich werde jede problematische Leitung persönlich kennen und besucht haben. Die Energiewende wird dann gelingen, wenn der Leitungsausbau vorankommt. Und deshalb möchte ich ihn beschleunigen. Ich bitte Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie bereit sind, auf dem Boden der Marktwirtschaft zu arbeiten, Zusammenarbeit an. Wir werden uns häufig treffen können. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ein gastlicher Ort, und der Minister ist Einladungen und gemütlichem Beisammensein nicht abgeneigt. Es dient alles einem guten Zweck, nämlich der wirtschaftlichen Zukunft unseres Landes und damit auch der Stabilität. Ich lade Sie ein, mich dabei zu unterstützen. Vielen Dank. Herr Altmaier, für die fulminante Rede, für die breite Einladung, für sachdienliche Hinweise über das Essverhalten von Jürgen Trittin. Herzlichen Dank. Der nächste Redner in der Debatte, Dr. Heiko Hessenkämper für die AfD-Fraktion.